Ja, hallo und herzlich willkommen mal wieder zu einer neuen Folge Twin Simulator Classic. Heute mit was ganz Besonderem. Und zwar sind wir heute auf der Ringbahn unterwegs. Mit dem neuen Streckennetz auch. Natürlich, was am Freitag hinausgekommen ist. Und das möchte ich heute euch mal gerne zeigen. Und zwar fahren wir von Gesundbrunn das Teilstück nach Landsberger Allee. Es ist noch nicht die ganze Ringbahn, es ist, sage ich mal, ich glaube, was stand, 9/8 davon sind fertig. Und dies werden wir heute fahren mit dem wunderschönen mitgelieferten Fahrzeug. Die neue S-Bahn hier, die 484 007 0770, genau so ist es. Die ist mit dabei. Und ich bin die gestern und die Tage schon Probe gefahren und ist ein schönes Fahrzeug, lässt sich schön fahren. Ist aber noch nicht alles bedienbar. Also es ist noch, es gibt noch ein bisschen was noch, wo man was noch bis zur vollständigen Veröffentlichung dann vor Weihnachten stand drinne auf der Website, dann alles funktionieren sollte. Wir gehen erstmal rein, setzen uns natürlich anders hin, weil das ist ein bisschen weit oben. Ja, gehen wir mal Sichten hier durch, sieht man, was es so gibt. So, das Aufrüsten von diesen, von der S-Bahn, guckt euch bitte die mit mir an. Es ist nicht, wenn man sie immer durchgelesen hat, ist es einfach, weil dann weiß man, okay. Aber ich sage das auch nochmal. Genau. Ihr müsst als erstes, ist das natürlich die erstmal komplett kalt, das heißt, wir müssen erstmal die Batterie anmachen mit B. Da kommt schon ein Kollege. Ausfahrt haben wir auch schon mit 50 dann erwarten. So, dann drücken wir einmal K. Befehl. Und dann alles holen. Hoch. Zwangsbremsung. Störung. Ach, die Richtung sind wir nach vorne. Machen wir schon mal die Türen frei hier. Die wir jetzt nicht nehmen, naja, egal. Und den Hauptschalter machen wir auch noch rein und die Federspeicherkonsole lösen wir auch noch. Nicht nehmen, naja, egal. Das nehmen wir mal für den Tempomat. Das Teil hat ja ein Tempomat hier. Müsste einmal Umschalt und W drücken für ein paar Sekunden, bis er hier dann einen weißen Ring hat. Der Schalter, und dann könnt ihr mit Umschalt W die Geschwindigkeit wählen. Machen wir gleich die Endgeschwindigkeit ein. 80 rein. Ich glaube, runterschalten kann man den nie, noch nicht. Vielleicht ändert sich das noch. Na. Na gut. Gehen Sie zu. Die Zuziehanzeige können wir mit der Taste 0 einstellen. Genau. Tragen wir mal S72 ein. S2, doch, S42, nee, S72. Haben wir hier. Gibt natürlich viele Zugziele hier, aber S42 Südkreuz. Einfach so, Ring, genau so ist es. Der will den wohl hier lösen, aber was? Also die Ziffer könnt ihr einmal mit der Leertaste bedienen, da drückt ihr diesen W-Knopf.
Diskutierknopf oder ihr nehmt Umschalt- und Leertaste, dann habt ihr unten nicht mehr dann das Pedal. Gucken, ob das funktioniert. Natürlich nicht. Scheiße, die Federspeicherkonten ist schlimm. So, da geht's los. Da ist die Fahrt. Ansagen gibt's in dem hier noch nicht, in dem mitgelieferten Szenario. Aber ich denke mal, Ansagen dann auch. Ich krieg's nie alles. Ich mach's so schnell. Naja, gut. Schön das Geräusch hier an der Weiche. Boah. Das gefällt mir. Ich habe euch heute mal die Maus hier eingeblendet, dass wir sehen, was ich hier so drücke und so. Ob mit Sesh am Hoppen. Second fuck ist der nächste Station ist erstmal nur Wending, Ausstieg fahrt Richtung links. Ach nee, Wedding. Er könnte auch einfach für die Türen, wenn er die offen haben, an den Bahnsteigen dann anhält, auch mit T ganz normal öffnen. Das ist nicht so schlimm. Da tut er dann halt die richtige Türseite dann schön bestimmen. Ja, jetzt. Okay. Genau. Seht ihr hier auch wunderbar. Also ehrlich, das Modell und das Sound gefällt mir ja schon richtig gut hier an der S-Bahn. Also echt gute Arbeit gemacht. Hut ab. Genau. Funktion schließen. Und wir fahren mal von außen. Lassen Sie mal von außen fahren hier. Ja, der Himmel flackert mal wieder hier rum. Ich hab, das ist bei mir auch schon durch S25 mitten durch Berlin auch so und so. Ich weiß es nicht warum, woran es liegt. Ich habe
Keine Ahnung. So, nächste Station, Westhafen, Ausstieg, Nordrichtung links. Mit Shift 2 kann man natürlich nicht an die Fenster aus Ansicht hier raus, also so wie es blickt. Ihr müsst am Ende schon ganz rausgehen. Gucken, ob sich das auch noch irgendwann ändern tut. Ja. Warum fährt denn hier nur die Rampe raus? Wie ist das eben die Inseltür, wo die Rampe rausfährt? Ja. Ich weiß nicht, ob das noch ein Bug ist oder so. Oh. Ah, sehr schön, gefällt mir. Ehrlich, das hat ja was. Das Screenshot hier. Türen schließen. KI verkauft natürlich auch mit verbaut hier, also. Alles auf dem Stand hier. Alles. Ja, die Displays können wir noch nie bedienen hier. Kommt ja alles noch. Denke ich mal. Haben wir auch den nächsten Halt. Das macht ja. Okay. Nö, das ist. Ja, okay. Stimmt jetzt nicht so überein, aber ist ja egal. Alles gut. Das ist. Schauen. Aha. Sieh, ja. Ich melde mich ja auch seit langem mal wieder. Mein letztes Video ist ja auch schon sogar über ein Jahr jetzt alt. Das letzte OMSI 2 Video und TS Video habe ich ja eigentlich dann. Das letzte war das mit dem ICE 4, wo wir von Basel nach Freiburg gefahren sind, glaube ich, war das. Und das war auch das letzte Mal. Habe ich auch nicht darauf gesprochen. Das war ja eher dann so. SIFA. Ja, SIFA. Schnauze. Genau. Und hat zeitlich immer hingehauen gehabt. Das. Und die Lust hat natürlich auch gefallen. Nee, wenn ich keine Lust habe, mache ich ja keine Videos. Ja. So. Machen wir mal die Punktbeleuchtung hier an, hier ist dunkel. Ah, das sieht ja geil aus. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ja. Auch schön hier. Also ehrlich, das Modell ist mega. Ich habe mich auch übelst drauf gefreut. Genau. Ah. Pui. Jo. Da geht's auch schon weiter. Die Türen zu. In der Widmung steht, dass man die Türen mit der Standschalttaste schließen kann. Ich hab's probiert, bei mir funktioniert's nicht. So leicht noch. Die Fehler in der Widmung, denke ich mal.
Alpha. Ich glaube, der Tempomat geht höchstens bis 85 oder 90. Ich habe das Teil noch nie auf 100 hochgeprügelt. Das geht, denke ich, auch ohne Tempomat, denke ich mal, funktioniert das sauber. Wir haben eh keine richtige Farbe. Also, wir können ja auch fahren, wie wir wollen. Ist auch besser so. Sifa. Stehen. Zack. Ja, beim Innendesign ist das Teil auch richtig geil gelungen. Ganz da kann man hier auch machen. Nee. Tun Uni. Ja, gut. Ist ja nicht so schlimm. Hier hinten kann man die Sifa auch ausschalten. Das ist eigentlich, glaube ich, das einzigste, was wir hier bedienen können. Nee, mechanische Bausparer kann man da ausschalten, aber die Batterie. Ah, der Rest ist alles nicht bedienbar. Genau. Das ist ohne hier bedienbar. Nö. Okay. Ja, ich habe mal meine Schnatze und dann können wir mal bis zum nächsten Bahnhof mal ganz gemütlich fahren. Bis gleich. Sifa.
Detektiv. So. Hört sich doch gut an. Also ehrlich, das ist der beste Zaun, den ich je gehört habe. Ehrlich, das ist schon krass. Ja. Oh. Der Russe kommt. Mit M könnt ihr auch das Makrofon bedienen. Genau. Ja. Sonst gibt es hier nichts weiteres, man sagen könnte, ja. Aber ich denke mal, das kommt dann alles, wenn das komplettiert und auch fertig ist. Ihr könnt es ja auch schon kaufen. Halt mit dieser Einschränkung, steht auch da auf der Webseite von Virtual Tracks. Kollege steht auch hier, was ist da? Stadtautobahn. Ah, guckt an. Guckt an. Ja, stimmt. Ja, geil. Ein wenig Verkehr hier, aber schön, schön. Gefällt mir. Gefällt mir, gefällt mir. S42 Regen. Genau. S41. Auch rein hier. Schließen die Tunnel und dann geht's aber. Zack. Hebel on the table. Ja, ein bisschen schade hier. Sesh, aber hinter der Hektometer da. Auch nicht schlecht. Sifa. Sehen. Das können wir doch. Also haben die zwei Linie gesehen. Die nächste Station dann. Huch, das war zu viel. Ups. Der Oma hinten hier vorgeflogen. Der hat Technik genommen da. Also ja. 24 Stationen sind das insgesamt jetzt schon. Und wenn dann die komplette Ringbahn fertig ist, dann sind es vielleicht keine Ahnung. 40 Stationen? Wer weiß. Na, hier sieht man es ja auch mal. Es ist
Ja, schon fertig. Na, ist alles dargestellt schon, aber ab ist gar nicht wo Gesundbrunnen. Bedingt. Na, wir sind ja, jetzt fahren wir einmal hier rum. Naja. Ja, ist schon. Sieht schon geil aus. Sieht schon echt. Mein Respekt dazu, ehrlich. Hut ab. Ich könnte sowas nicht bauen. Bin ich ehrlich. Ich könnte es gar nicht. Sowas Geniales, was man da an Zeit reinsteckt. Ich meine, das Projekt ist ja schon, wurde schon ein paar Jahre gebaut und ehrlich, schon krass. Schon krasse Leistung. Aufpassen, 60 sind noch gültig hier. Wir wollen ja nicht so schnell fahren. Kommt gleich Hahnsee. Also ganz gemütlich. Wir wollen ja auf die 80 beschleunigen. Ach, die F41. Ah. Schön, oh hier, Dieselstrecke. Ui. Schön. Ah. Weg. Wieder da. Weg. Sind sie wieder da. Ja. Alles so wie es sein soll, alles hier. So, nochmal schön das Foto noch dazu. Ist gerade so schön. Zack. Von der Performance her ist die Strecke auch eigentlich in Ordnung. Also, alles tippitoppi hier. Ah, das triggert mich hier. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht könnt ihr es mir ja erinnern oder die Kommentare schreiben. Ich weiß es nicht. Dynamische Wolken habe ich habe eigentlich alles an, was empfohlen wird und ja, funktionieren tut's nie. Irgendwann funktioniert es bestimmt. Rollo hat das Teil hier? Kein. Ja, gut. Ah, es hat ja keine auch 100. Vorne steht auch hier. Gespannt hier. Es werden auch bald wieder neue OMSI2-Content kommen. Ist ja auch Weihnachten, ja, die C2 Stadtbus von mir rausgekommen. Mein MX200 auf der Webdisk und habe ich ja auch noch nie gezeigt. Ich bin andere haben den dafür schon gezeigt. Aber ja, vielleicht noch mal ein paar Karten. Warner V3 ist ja auch schon lange raus, aber so Karten, die ich jetzt noch nicht gezeigt hatte. Ich meine, ich war lange nicht in OMSI jetzt mehr. Lange nicht mehr OMSI-Videos gemacht und ach Gott, ich mach mit hier. Diese ständische hier runtergreifen, ey, das ist doch blöd. Mit der Plus-Taste könnte man die Taste jetzt hier die rechte Seite öffnen, die linke Seite öffnen, aber bei mir öffnet sich dann die Seite und die Seite, also sind dann beide Seiten offen. Auch nicht schlecht. Hab ich gestern eine Probefahrt gemacht, diese, hä? Was hast du denn jetzt gedrückt? Ja, da waren alle Beine auf. Ja. Genau. Wenn ihr die 35 Sekunden nicht warten wollt,
Dann empfehle ich bei ca. so 5 km/h schon die Tür-Taste, um da am Bahnsteig natürlich schon ist bei euch, die jeweilige Tür-Taste zu betätigen. Dann müsst ihr keine 35 Sekunden warten, sondern könnt zack auf, zack zu und weiterfahren. Wenn ihr richtiges S-Bahn-Feeling haben wollt. Weil keine S-Bahn halt 35 Sekunden an dem Bahnhof. Also Haltepunkt, Haltestelle, was auch immer. Irgendwann ist ja auch mal. Ne? Jede S-Bahn zu spät kommt. Bestimmt. Ich kann euch auch das Video nochmal verlinken, so. Mit der S25, wo wir damals gefahren sind, mitten durch Berlin. Kann ich ja auch nochmal verlinken. Auch ein schönes Video geworden. Schön mit der alten S-Bahn gefahren. Strecke ist immer noch, die fahre ich jetzt noch gerne sogar. Die ist einfach mega. Wie die hier. Einfach die S-Bahn, die wir hier in TS haben, sind einfach mega. Alles. Die Taucherbrille habe ich mir jetzt kurz auch geholt. 481er. Ach, ey, kann ich. Ja. Ist einfach geil. Jetzt mal die drauf anlegen. Ob der auch fährt mit offenen Türen. F3-Monitor ausmachen, dass man hier nicht an die Kamera runterschenken muss. Naja. Genau, also werden wir es machen. Jetzt mal F3 wollte ich das da und hier runter klötzen und dann. Nee, das machen wir nicht. Geht schneller. Unser Table. Bundesplatz ist der nächste Halt. Ist da. Keine Standortdaten. Ah. Okay. So ist das eigentlich ein schönes Teil, ehrlich. Finde ich toll. So was mitgeliefert wird, so was qualitatives, ehrlich. Mein Respekt an die Erbauer hier. Haben wir so ein TS? Ich weiß, schönes Bereichert hier.
Bis wir heute Eisen gehen hier. Das hab ich gerade geträumt hier. Jetzt hab ich gerade geträumt. Das hab ich jetzt nicht mitgekriegt. Aber haben wir noch ganz gut im Griff. Ja, haben wir noch super im Griff gehabt hier. Alles im Griff. Schau, dass wir die Fenster hier aufmachen. Na ja, schön Fenster auf. Bin hier bedienbar. Ach, nee. Alle Schalter warten hier. Oh, da ist ja noch eine. Ui. Hier unten. Schöne Berge. Ja. Nicht schlecht. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Hat sich willkommen bei der S-Bahn Berlin für seine angenehme Fahrt. Passt. Das ist noch alles noch nicht so. Ich denke mal, hier wird sich noch was tun. Beim Fahrzeug.
3 Minuten. Heißt 46. Rostock. Das war so eine Fernzüge. Ach, es ist immer in Südkreuz. Ach, hör auf. Jetzt sehe ich. Okay. Das habe ich gar nicht so mitgekriegt. Ist ja geil. Ah. Okay. Hier sind wir also. Ja, erstmal kurz orientierungslos. Bis ich hier auf ihn angeguckt habe. Das ist ja. Das ist der Flughafen hier, ja. Da drüben, Tempelhof. Der ehemalige. Ja. Das ist Tempelhof hier, ja. Schön. Geil. Über die Bank, Alter, einfach. Ach, das ist doch. Das ist doch mega, ehrlich. Das ist doch. Geil alles. Sieht doch geil aus. Vielleicht wird auch, ich zeige euch auch das zweite Szenario. Ich denke mal, das wird aber dann ohne Krisen sein, dann einfach eine Führerstandsmitfahrt werden. Aber das weiß ich noch nicht so richtig genau. Wann ich das mache, das war auch mal. Muss ich mal gucken. Jetzt können wir eine Runde fahren. Jetzt ist, können wir erstmal kurz entspannen hier. Schön die Autobahn. Schön. Hier der Flughafen. Ja, sicher. Hier drüben der Flughafen. Ach. Und dann das schönste Wetter unten im Sommer. Das ist doch eine schöne Zeit, herrlich. Das ist schön. Ja, Kollege, grüße.
Sifa. 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 Vielleicht, wie der Zug nicht Störung sagt. Ist alles nur. Das kommen wir jetzt ein bisschen gerade aus dem Stadtbereich raus. Ja. Ah, da blinkert was. Ah, wir gehen den PZB hier. Rumsignal. Auch was für eine Sesh erwarten. Oh, Alter, was ist das denn? Ja, könnt ihr nicht im Müll irgendwo mal im Mülleimer hinschmeißen, die Dreckschweine? Oh. Liegt ja alle Strommel hier auf der Gleise. Ich flipp aus. Wir sollen es gleich nochmal angucken. Das ist gut, mal auch. Du S47, aha. Alter, liegt hier der Müll auf der Gleise, ehrlich? Nein. Ja, wie Teufel. Der Wiesentrenner auf der Gleise, ach Gott. Ach, das ist geil. Da drüben. Das ist ja Igitt. Hier ist was los, ey. Was ist denn das jetzt für eine Aussage hier? Fahrt mit Null. Das ist bestimmt auch noch ein Bug hier. 12-3 zeigt einfach Null. Ja. Ich meine, ich kann auch stehen bleiben. Macht mir auch nichts. Finde ich. Ich denke mal, das ist noch einfach ein Strickenbug. Signalbug oder so ist das bestimmt mal, ja, dass der hier Null zeigt.
nicht mehr. Also er zeigt mir jetzt hier wirklich null an, aber eklaver Bug ist das. Geil. Die Blinden, dass die wissen, wo die Türen sind. Wie beim ICE oder Intercity 2 hier dieses Piep, Piep. Piep, Piep. Schön. Was halt erwarten. Schöner Bahnhof. Gefällt mir.
Ich empfehle euch natürlich immer die Leertaste zu drücken, weil immer die Umschalttaste zu drücken nur fürs Hospital, na, ist Blödsinn. Das macht keinen großen Sinn. Also wer will, kann das natürlich machen, aber empfehlen tue ich es keinen. Empfehlen tue ich einfach Leertaste. Da habt ihr auch der Knäppel. Da steht ein EC1. Ah ne, da steht niemand, was hat jetzt da. Hinten ist auch noch was Kleinanlagenmäßig. Ja. Gut, reicht. Halt! Wie auch so. So. Frankfurter Allee. Ja. Ja, guck mal, hier die S-Bahn kommt. Das wird übrigens nicht geil. Das wird auch geil. Schon mit Lost Tür. Sehr edel. Abfahrt. Zack.
Able Entity. Ach, oh, schon gleich das Ziel erreicht, ja. Eine Station. Haben wir schon mal einen Endpunkt erreicht. Krabbelt im Eis hier. Das sieht ja geil aus, ja. Das sieht mega aus. Küpst unten auch so. Ja, zack, uff. Und dann ja alle da ist. Ja. Das ist auch geil, ne? Wolltest du drüben, hast du gleich ja. Einen tollen Ausblick hier oben. Ja, dann geht's schon zum letzten Halt in diesem Video und dann auch schon das Ende. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ich hoffe, dass es auch nicht wieder das letzte Video dieses Jahr sein wird. Ich hoffe es zumindest. Und dann, wenn dann alles da ist, vor Weihnachten, soll es ja alles dann verfügbar sein, werden wir nochmal getroffen fahren. Aber dann nicht wieder von Gesundbrunnen aus, sondern dann wirklich von der Landsberger Allee, wo es aktuell jetzt gerade endet. Also weiter kommen wir wirklich nie. Vorne ist dann nämlich Halt. Dann ist Schluss. Ich habe auch eine SR2-Scheibe auf Gleis, also wir kommen gar nicht erst weiter. Man könnte jetzt hier sagen, okay, wir fahren einfach durch, aber das ist nicht. Da vorne steht auch die SR2-Scheibe und da fahren wir natürlich auch nicht weiter. So. Haben wir das Ziel erreicht für heute. Wie gesagt, Fortsetzung wird auf jeden Fall folgen. Und damit wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag und euch natürlich auch eine schöne Woche. Also heute Sonntag, der 16. Ich denke mal, morgen wird es rauskommen. Also wünsche euch schon mal eine schöne Woche. Und ich empfehle wirklich dieses Add-on zu kaufen. Man kriegt eine geile Strecke. Ein Teilabschnitt natürlich zwar erstmal, aber ist ja egal. Irgendwann fahren wir hier geradeaus durch. Und dann ist der Ring vollendet. Damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.